Okay, ihr Lieben, es ist soweit. Wir sind bereit für die offizielle Saisoneröffnung und für das große Kennenlernen unserer neuen Mannschaft des Werder-Kaders 2016-2017. Und wir beginnen mit unseren Torhütern. Und da zunächst mit unserer Nummer 42. Hier ist für euch Felix. Und ich glaube, auch alle Fans freuen sich auf einen Mann, der unserer Wiede ordentlich Feuer unterm Hintern machen soll. Und das ist ihm bisher schon ganz gut gelungen. Ein Riesentyp, in jeder Hinsicht tschechischer Nationalspieler. Und er hat sich inzwischen auch für die richtige Hansestadt entschieden. Hier ist unsere Nummer 33, hier ist Drobo, hier ist Jaroslav. So, weiter geht's mit zwei Schlussmännern, die in der vergangenen Saison viel Verletzungspech hatten und von denen wir jetzt hoffen, dass sie uns gesund zur Verfügung stehen und dann zu ihrer wahren Leistungsstärke finden. Hier haben wir unsere Nummer 30, Michael! Mut zur Farbe, wie wir gleich sehen werden. Hier ist unsere Nummer 1, hier ist Rafa! 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 Weiter mit unseren Defensivspielern und da beginnen wir mit einem, der sich in der Vorbereitung mächtig in den Fokus gespielt hat, unsere 29, Leon! Eine Namenserklärung mal machen. Ihr habt das ja wahrscheinlich mitbekommen, auf seinem Trikot steht sein Vorname, der ist Falou. Wir freuen uns sehr, dass er da ist und er hat uns jetzt auch noch mal gesagt, wie sein Nachname ausgesprochen wird, nämlich Can. Also das nur mal für euch, Falou, Can. Und das Besondere heute, er hat Geburtstag! Er hat Geburtstag! Unsere Nummer 21, Falou! 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 Get up! Der nun folgende Kollege ist seit genau einem Jahr bei uns, hat uns hier vor einem Jahr im Saisonauftaktspiel begeistert. Barkert bei uns die linke Seite, kam aus der Schweiz. Hier ist unsere Nummer 20, Ulysses!
Junge aus dem Norden, der auch im Norden geblieben ist und für Dampf sorgt, auf links, auf der linken Bahn, unsere 37, Yannick! 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 Neuzugang kommt die Treppe runter. Er hat bei Ajax Amsterdam gespielt. Er ist Kapitän der finnischen Nationalmannschaft. Wir freuen uns, dass er jetzt einer von uns ist. Hier ist unsere neue Nummer 18, Niklas! 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 Schön, dass er wieder da ist. Er hat in der vergangenen Saison bei seinem Club, bei seinem Leitklub Darmstadt 98 nicht eine einzige Bundesliga-Minute versäumt. Das will was heißen. Welcome back, unsere drei, Luca! 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 Willkommen zu einem unserer drei EM-Teilnehmer aus Tschechien, wieder bei uns im Weserstadion, unsere Nummer 23, Theo! 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 Wenn einer über 180 Partien in der Ligue 1 macht, wenn er Kapitän ist eines französischen Traditionsvereines, Nationalspieler des Senegals, dann muss er was können. Und das hat er gestern auch bewiesen beim Sieg gegen Ingolstadt. Hier ist unsere neue Abwehrkante, die 26, Lamine! 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 Zu ihm, also zu unserem Neuzugang, ist er ein Teil des grün-weißen Inventars. Er identifiziert sich mit dem Club, wie man nur kann, und wir sind froh, dass er einer von uns ist. Hier ist unsere Nummer 2, Santiago! 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 Mit Österreichern hat Werder immer gute Erfahrungen gemacht, egal ob Bruno Petzai, Andy Herzog, Slatko Junosovic oder dieser junge Mann, der jetzt die Treppe runterkommt und in Österreich zuletzt gespielt hat, mit der 25 von Rapid Wien hergekommen, Thanos Petzos. Von Tottenham Hotspur zu Beginn des Jahres. Er ist ein Riesentalent im defensiven Mittelfeld und er kommt für euch die Treppe runter. Unsere Nummer 13, Miloš Veljković.
35 jetzt, auch eine richtige Kante, ein Kerl wie ein Baum, wir mögen ihn hier, kommt aus dem Hessenland zu uns, wir freuen uns auf Lukas! 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 Brüderpaar in der Bundesliga, das ist sehr, sehr selten und seit dieser Saison ist es bei uns wieder perfekt. Er war letztes Jahr schon da, er ist der Ältere der beiden. Wir begrüßen für euch die 35, Maximilian! 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 Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Dieter Eils früher seine Rückennummer trug. In der letzten Saison zu uns gekommen, ein Mann, der ordentlich abräumen kann, aber auch technisch sehr viel drauf hat, wie wir zuletzt gesehen haben. Nationalspieler aus Mali, unsere Nummer 5, Sabu! 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 Beginnen unsere österreichischen Momente. Wir freuen uns auf unsere nagelneue Nummer 7. Er ist sehr, sehr schnell. Er ist sehr, sehr dribbelstark. Und er wird uns sehr, sehr viel Freude machen. Da sind sich alle einig. Willkommen im Weserstadion. Unsere neue Nummer 7, Florian! 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 Allein und ich muss sagen, das ist für mich einer der Aufsteiger der letzten Saison. Nicht nur bei uns, sondern überhaupt in der Fußball-Bundesliga. Freuen wir uns, dass er da ist. Unser 27, Florian! 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 Und es geht weiter mit einem Jungen von der Küste. Wir sind so froh, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Und er hat durchgestartet oder ist durchgestartet, wie man nur durchstarten kann. Er hat viele, viele überrascht mit einer großartigen Saison. Hier ist unsere Nummer 22, Finn! Finn! Jetzt kommen die ganzen Frauentypen und da ist schon der Nächste unterwegs und wir wünschen ihm, dass er endlich einmal verschont bleibt. Er hat sich gerade wieder herangekämpft nach einer langen Verletzungspause. Ein Werderaner durch und durch. Unsere 44, Philipp! Jetzt begrüßen wir einen, der in der Rückrunde wieder zu seiner alten Stärke geführt hat und gefunden hat, besser gesagt. Und wir sind so froh, dass wir auf seine Standards und vieles andere uns auch in der kommenden Saison freuen können. Hier ist mit unserer Nummer 16 Zlatko! 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 Sladdy hat die Haare wieder schön, kann also losgehen. Und da kommt einer, dem wir zu ewigem Dank verpflichtet sind. Nach dieser Leistung weiß ich gar nicht, warum er nicht die Euro gespielt hat. Unser Captain mit der 8, Clemens! 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 Clemens!
in unserer Sturmformation. Er kommt aus Dresden zu uns. Wir freuen uns auf unsere neue Nummer 17. Justin! 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 Den einen, den Maxi, den kennen wir schon, den schätzen wir schon. Und sein Bruder hat auch den Sprung geschafft in unsere erste Mannschaft. Und es gibt viele, die sagen, eines der größten Talente im deutschen Fußball. Jetzt werden wir ihn sehen, die 24. Johannes! 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 Und wir freuen uns auf einen feilschnellen Mann, der viel Pech mit Verletzungen hat und von dem wir wünschen, dass er jetzt einfach mal gesund bleibt und das einbringen kann, was er drauf hat. Und das ist sehr, sehr viel. Hier ist unsere Nummer 28, Melvin! 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 Wieder da. Wir haben auf ihn gewartet, vor allen Dingen auf seine Tore gewartet. Und ein paar Minuten war ihm ja schon vergönnt zu spielen. Und wir wünschen ihm alles Gute nach der langen, langen Verletzungspause. Unsere Nummer 9, Aaron! 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 Was für die Überraschung der Vorbereitungsspiele gewesen, weil er dort vor allem, wie das in Vorbereitungsspielen so ist, als Vorbereiter geglänzt hat. Er ist zurück bei uns, unsere Nummer 15, Izzet! 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 St. Pauli ist wirklich schön, also der Stadtteil und einiges drumherum, aber Bremen ist dann doch schöner. Dafür hat er sich entschieden, wieder zurückzukommen und gleich eine Bude gemacht gegen Chelsea. Was will man denn mehr? Unsere Nummer 11 ist da, Lennart! 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 Nummer 10. Er hat bereits in seinen ersten Auftritten gezeigt, was er drauf hat. Wir haben jahrelang ihm hinterher getrauert und haben gedacht, Mensch, den hatten wir mal. Jetzt haben wir ihn zurück. Hier ist unsere neue Nummer 10. Hier ist Max! 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 Trainerteam, und wir möchten Sie jetzt alle gebührend begrüßen, denn die sind dafür zuständig, dass unsere Mannschaft das auf den Rasen bringt, was sie auf den Rasen bringen soll. Wir begrüßen auf der Treppe Günther Stocksreiter und Axel Dörfus, die neuen Athletiktrainer. Schreiten herab, Freunde, Legenden! Unsere Co-Trainer, zunächst einmal der Glatzenkönig als Torwarttrainer,
Kiki! 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 Der Mann, der selber eine lebende Werberlegende ist. Thorsten! 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 Und der, der sich als Co-Trainer zu einer gemacht hat. Florian! 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 Und wir begrüßen auf der Treppe unseren Cheftrainer. Hier ist für euch Victor! 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 This is my church. So, meine lieben Werderanerinnen und Werderaner, und jetzt kommt eine ganz besondere Ehrung. Wir haben das ja schon gesagt, Arndt ist gestern Abend mit dabei gewesen. Die Werder-Fans, Green White Wonderwall, diese Aktion zur Fanaktion des Jahres gewählt worden. Und der Typ des Jahres, Claudio Pizarro, gewählt von den Lesern von 11 Freunde. Und jetzt geht die Ehrung weiter. Und dazu begrüßen wir unseren Aufsichtsratsvorsitzenden, der immerhin auch noch Zweiter in der Torschützenliste ist, mit auch erquicklichen 101 Toren. Herzlichen Applaus für Marco Bode. Lieber Marco, sei uns herzlich willkommen. Wir reden gleich mal ganz kurz über die Wachablösung und den Präsidenten des Gesamtverbandes und Geschäftsführer, Dr. Hubertus Hess-Grunwald. Auch ihm herzlich willkommen. Marco, hat's wehgetan, als dann erst die 101 erreicht wurde und dann 102 von Claudio? Soll ich ehrlich sein? Ja. Nein, es hat nicht wehgetan. Ich habe mich für Claudio sehr gefreut. Ich war zwar von Anfang an dagegen, ihn zurückzuholen, weil ich schon befürchtet habe, dass mein Rekord dann fallen würde. Aber wir wissen ja alle, wie wichtig die Tore waren, die Claudio insbesondere in der Rückserie beigetragen hat. Und deswegen habe ich mich über jedes einzelne Tor gefreut. Und auch als es dann soweit war, war alles okay. Ich glaube, man kann das sagen, ohne dass man jetzt das schwarz malen würde, aber ohne Claudio wäre Klassenerhalt wahrscheinlich sehr schwer gefallen. Ja, die ganze Mannschaft hat in der Rückserie gezeigt, dass sie sich mit aller Macht dagegen stemmen wollen. Und Claudio, sicher derjenige, der Tore schießt und der dann auch Verantwortung übernimmt bei vielen Elfmetern, die er geschossen hat, steht im Fokus. Aber man muss der ganzen Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie wirklich toll gekämpft hat und die nötigen Punkte eingefahren hat. Insbesondere natürlich ganz zum Schluss. Absolut. Was die Jüngeren unter uns nicht mehr wissen: Du hast ja noch mit Claudio Pizarro zusammengespielt. Wie war das, als er damals kam von Alianza Lima? Ja, ich habe ihn tatsächlich in der ersten Phase seiner Karriere hier in Europa erlebt und habe schon nach wenigen Trainingseinheiten und gemeinsamen Spielen gesagt, Claudio wird eine große Karriere haben, wird viele Tore in der Bundesliga oder auch sonst wo schießen. Er hat ja auch in der Premier League gezeigt, was er kann. Es war toll, mit ihm zu spielen. Er war ein riesengroßes Talent und wir hatten eine schöne Zeit damals. Dann gehen wir mal rüber und der Kollege Zeigler spricht mal mit dem Präsidenten, was der da Schönes mitgebracht hat. Hubertus Hess-Grunewald, jetzt muss es auch über die Boxen gehen, so viel muss es sein. Wir haben jetzt hier, also wir wissen ja gar nicht so genau, was wir alles ehren sollen. Wir haben jetzt so viele Rekorde aufgestellt mittlerweile. Wollen wir ihn eigentlich nicht schon dazu holen? Ja, das finde ich jetzt auch mal. Claudio, könnt ihr mal unsere Nummer 14 rufen? Claudio! Kommt jetzt in unsere Mitte. So, wir wollen vielleicht nochmal, bevor du, Arndt, weitermachst, daran erinnern, weil wir beginnen, glaube ich, hiermit. Er hat ja vier verschiedene Nummern getragen. Als er kam, du wirst dich erinnern, hat er die 10. Das sehen wir auch noch auf diesem Trikot, denn das ist eine wunderbare Widmung für Claudio. Das ist das ganz alte Trikot damals noch in der Saison, als Claudio bei uns angefangen hat. Da trug er die 10, dann mal die 24, die 14. Und das ist eine wunderschöne Erinnerung und ich denke, es gibt jetzt nochmal einen ganz großen Applaus. Wir sind dir wirklich ewig zu Dank verpflichtet.
Zusammen haben sie inzwischen 204 Tore für Werder geschossen. Marco Bode und Claudio Pizarro. Claudio, jetzt musst du noch mal sagen, es gibt noch ein Trikot, was ins Museum gehen wird. Das ist dein erstes Trikot nach deiner Rückkehr. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wer dreimal zum gleichen Verein zurückkehrt, der muss diesen Verein wirklich sehr lieben, oder? Ja, natürlich. Sehr viel. Das ist meine zweite Heimat und ich fühle mich sehr wohl hier. Und ich bedanke mich für die ganze Unterstützung an alle Fans und die ganze Familie von Werder Bremen. So, Hubertus S. Grunewald hat jetzt die Ehrung zum Volkswagen-Spieler der Saison. Ich glaube, das soll Claudio noch unterschreiben. Ja, und da wir hier ja auch in der Werder-Familie sind, ich sehe gerade, dass auch Ingo Engel von Volkswagen mit seinem Sohn oder mit seiner Tochter hier ist. Und der freut sich natürlich, dass sein Sohn natürlich auch im Werder-Trikot, für ihn auch eine besondere Erinnerung mit einem der ganz großen Stars, der ganz großen Werder-Legenden, einfach auch nochmal zusammen zu sein. Und jetzt gibt es nochmal den großen Applaus. Marco, geh du bitte auch nochmal zu unserem Mr. Lebensversicherung, unserer Nummer 14, Claudio! Genau, wir müssen jetzt noch erklären, das eine Trikot geht ins Museum. Das ist tatsächlich sein Comeback-Trikot hier bei Werder, mit dem er wieder zurückgekehrt ist, insgesamt zum dritten Mal. Marco, versteh mich, also es ist schon trotzdem, du verstehst mich nicht, aber es ist trotzdem alles richtig, was ich gesagt habe. Ich würde das überprüfen, aber gut. So, jetzt also haben wir die Dinge in Sachen Ehrung erstmal erledigt. Man kann es kaum glauben, das ist wirklich Claudio, der da neben dir steht. Wunderbar, jetzt gibt's nochmal die entsprechenden Bilder. Und jetzt gibt es noch eine Hommage an die Ostkurve, denn das Mannschaftsfoto, was jetzt hergestellt wird, da drehen die Spieler euch den Rücken zu, aber nicht um zu sagen, wir können euch nicht leiden, sondern ganz im Gegenteil. Alle Fotografen werden die Ostkurve dann auf dem Bild haben. Danke an euch alle nochmal, die ihr jetzt in der Ostkurve seid, dass ihr es möglich gemacht habt. Natürlich auch an alle anderen hier im Stadion. Ihr seid die besten Fans der Liga. Viele sagen das einfach so, bei euch ist es der Fall. So, liebe Freunde, zu eurer Information, wer es noch nicht gelesen haben sollte auf der Seite, hier wird jetzt ein bisschen umgebaut, denn die Mannschaft wird uns gleich entsprechend ein kleines Showtraining bieten. Mannschaft wird ja in einer Woche schon ihr erstes Pflichtspiel absolviert haben mit dem Pokalkampf in Lotte. Das gilt natürlich nur für die Spieler, die sozusagen unverletzt sind. Ihr habt gesehen, Philipp ist noch nicht so weit, Claudio, das war auch den Zeitungen zu entnehmen. Also alle, die jetzt sozusagen wettkampffit sind, heute schon, werden gleich unter der Leitung unserer beiden Leistungsdiagnostiker Günther und Axel, die da schon einiges aufbauen, und natürlich unter Leitung der Trainer Florian und Christian, Viktor und Thorsten das Showtraining hier eröffnen. Wir werden das Ganze für euch auch ein bisschen begleiten, kommentieren, auch das eine oder andere Interview machen. Und wenn das zu Ende ist, freuen wir uns auf Ailton und Co. So, wir haben versprochen, dass wir natürlich auch live und in Farbe und aktuell mit unseren beiden Cheftrainern, beziehungsweise mit dem Cheftrainer und dem Co-Trainer sprechen. Und ich würde mit Viktor mal anfangen und einfach mal fragen, Viktor, wie weit... Der nächste Wettkampf ist in einer Woche gegen Lotte. Wie weit ist die Mannschaft schon? Ja, genauso, dass die Woche, was wir brauchen, das ist genauso der Punkt, wo wir vorbereiten, dass wir nächsten Sonntag in Topform stehen und mit voll Konzentration zum Spielen. Die Mannschaft ist rund erneuert. Es gibt viele neue Gesichter, neue Namen. Nur Taktik. Nur Taktik, ist klar, das verstehen wir schon. Dennoch die Frage, gibt es eine Position, wo du sagst, da könnten wir noch ein bisschen was nachlegen? Ja, ich habe schon früher gesagt, dass wir es nicht suchen, sondern wir brauchen für eine rechte Seite Abwehrspieler. Aber nochmal, wir sind auch zufrieden, wie das bei uns jetzt. Wenn es läuft so, nicht ohne Verletzung, dann können wir auch vorstellen, so bleiben. Aber im Fußball, man weiß nie, was passiert, und dass wir hin lieber machen wir ein bisschen was, holen wir, statt danach sitzen wir und dann weinen.
Gehen wir mal rüber zu Arndt. Ja, ich stehe hier. Das Wort Legende ist heute schon überstrapaziert worden. Aber er ist seit 20 Jahren jetzt bei Werder mit kurzen Pausen. Vor 20 Jahren als junger Spieler von Alemannia Aachen gekommen in den Verein. Dann sehr schnell Bundesliga-Stammspieler geworden. Du kennst also Werder jetzt schon sehr lange. So einen großen Umbruch mit so vielen neuen Spielern gab es ganz, ganz selten. Wie ist als Co-Trainer dein Gefühl, was die neuen Jungs angeht? Die passen, oder? Ja, sie machen alle einen super Eindruck. Ich glaube, wir haben auch nicht so eine schwere Mannschaft, dass es schwerfällt, Anschluss zu finden. Also die Jungs haben die sofort gut aufgenommen. Sie selber haben auch alles dafür getan, dass sie gut aufgenommen werden. Und ja, wir sind alle positiv und sind froh, dass wir die neuen Jungs auch haben. Einige haben das Spiel gestern gegen Ingolstadt nicht sehen können. Das war ja der letzte Härtetest gegen einen Bundesliga-Konkurrenten. Wie ist es aus deiner Sicht gelaufen? Ja, es war auf jeden Fall ein sehr guter Schritt nach vorne. Wir haben sicherlich die ersten 15, 20 Minuten ein bisschen Probleme gehabt. Auch der Gegner war sehr aggressiv, da mussten wir uns drauf einstellen. Aber ich denke, dass wir dann im Laufe des Spiels gesehen haben, dass wir so eine Mannschaft wie Ingolstadt auch beherrschen können und ich denke auch verdient gewonnen haben. Vielleicht kannst du was zu Lamine Sané sagen. Der hat gestern durchgespielt, wieder, obwohl wir eigentlich dachten, der ist noch längst nicht so weit. Du hast mir gerade gesagt, er selbst sagt auch, er ist noch nicht so weit. Wie hast du ihn auf dem Platz gesehen? Ja, ich denke, er hat einen sehr guten Eindruck gemacht, hat viel gesprochen, viel dirigiert und unheimlich kopfballstark. Ich denke, ist eine sehr gute Verstärkung für uns. Victor, ich habe gerade eben gesagt, die Mannschaft ist ja sehr international. Also ich glaube, so international war Werder Bremen noch nicht. Sprecht ihr eigentlich noch Deutsch oder Ukrainisch oder Englisch oder Französisch oder wie geht das alles? Eine gesunde Mischung, kann ich so sagen. Ja, ja, Fußball, da brauchst du natürlich gewisse da Sache, wo musst du verstehen, aber grundsätzlich 11 gegen 11, ein Ball und geht weiter, ja, und da hast du natürlich Tafel, da hast du natürlich Videoanalyse und so weiter und dann kannst du natürlich zum Not Dolmetscher bestellen, aber momentan brauchen wir das nicht. Wir verstehen uns perfekt und ich glaube, das wird weiter so. Fußball ist eine internationale Sprache, so heißt das ja. Hat denn der Trainer Viktor Skripnik schon seine Anfangself für Lotte im Kopf? Ja, 80% habe ich schon. Und die 20 fehlt und das genauso diese Woche brauchen wir unbedingt, dass zu 100% kommt. Nun ist Claudio Pizarro, hat sich verletzt. Besteht Hoffnung schon für Lotte? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, und das genauso der 20%, was wir warten, Hoffnung haben und dass es so ist. Und momentan, leider müssen wir sagen nein, aber die Woche macht uns Hoffnung. Wir haben ja gute Mediziner, Arndt. Thorsten, wir haben vorhin Frank Baumann vor dem Mikrofon gehabt, der hat gesagt, Saisonziele gibt man eigentlich jetzt nicht aus. Ich habe so von draußen das Gefühl, was wahrscheinlich auch sehr viele denken, wenn wir die Abwehr irgendwie dicht kriegen, ist das eine wirklich gute Truppe? Nach vorne hat sie jetzt ganz viel Durchschlagskraft, sehr viele Spieler, die den Gegner so richtig beschäftigen können, offensiv. Ist das so die Formel, dass man sagt, also wenn die Innenverteidigung funktioniert, dann ist das wirklich eine richtig gute Truppe, die wir zusammen haben? Ja, nicht nur wenn die Innenverteidigung funktioniert, sondern wir als gesamte Mannschaft. Wir müssen alle mit nach hinten arbeiten, müssen alle dafür sorgen, dass wir weniger Gegentore bekommen. Wenn wir das schaffen, dann nach vorne, hast du recht, sieht es richtig gut aus. Was dann am Ende dabei rauskommt, das werden wir dann sehen. Aber wir arbeiten auf jeden Fall sehr hart daran, dass wir hinten die Abwehr dicht kriegen. Ja. Gut, in einer Woche geht's los. Hast du noch was? Ja, mich interessiert, beide Herren haben ja ihre Fußballschuhe an. Besteht Hoffnung, dass die Werder-Fans euch gleich nochmal im Traditionsspiel sehen können? Definitiv. Also, wir spielen von Anfang an. Das freue mich sehr. Der Beckham der Ukraine ist zurück. Großartig. Großartig. Darauf habe ich gewartet. Viktor Skripnik und Thorsten Frings also gleich wieder am Ball für Werder beim Traditionsspiel. Darauf freuen wir uns. Jetzt schauen wir ein bisschen weiter beim Training zu und holen uns dann noch den ein oder anderen Spieler, mit dem wir ausführlicher sprechen können.